Herzlich willkommen zu einem nächsten Video, das Zuschauerfragen beantwortet. Ich habe verschiedene Inputs bekommen im Zusammenhang mit Opfersein, im Zusammenhang mit Unterwerfung, mit Abhängigkeit. Und ich möchte gerne nochmal darüber sprechen, worum es geht, wenn du annimmst, dass du dich unterwirfst oder wenn du annimmst, dass du ein Opfer bist. Und wie du das machen kannst, dass du in eine andere innere Haltung kommst und damit dann auch anders auf die Situation schauen kannst und selbstverständlich andere Möglichkeiten hast zur Problemlösung oder zur Verbindung. Wenn du dich ohnmächtig und als Opfer fühlst oder wenn du den Eindruck hast, dass die einzige Möglichkeit, dass etwas vorwärts geht, ist, dass du dich unterwirfst, dann bist du nicht mit dir in Verbindung. Dann bist du auch nicht mit dem Gegenüber in Verbindung, sondern dann nimmst du an, dass du etwas tun musst, was du nicht tun willst oder nur ungern tun willst, damit etwas beim Gegenüber passiert. In Klammer, damit dann auch für dich etwas passiert. Das machst du ja nicht fürs Gegenüber. Das machst du ja für dich. Das sieht ja nur aus, als ob du das fürs Gegenüber machen würdest. Aber im Grunde genommen machst du diese Handlung für dich. Unterwerfung und Opfersein kann man wandeln mit der inneren Haltung in Hingabe an die Situation. Also wenn du mit dir verbunden bist und du dich hingibst in der Situation, dann wirst du genauso weich oder weicher sogar, offener, kreativer, als wenn du annimmst, dass du dich unterwirfst. Wenn du dich unterwirfst, dann verlierst du ja deine Autonomie. Und das ist nicht gut für dich. Auf keinen Fall. Das hilft dir auch nicht weiter. Das wird das Gegenüber nicht wirklich berühren. Weil du ja mit dir nicht in Verbindung bist. Und wenn du dich unterwirfst, hast du im Innersten immer einen Widerstand. Auch wenn der noch so klein ist. Und das Nervensystem vom Gegenüber merkt das natürlich und registriert das ganz unbewusst. Vielleicht auch bewusst, aber ganz sicher ganz unbewusst. Und reagiert auch darauf. Das heißt, wenn du mit dir in Verbindung bist und für dich weißt, wie du auf die Situation schaust, wertfreie Beobachtung, du das Gefühl dazu fühlst tatsächlich und merkst, das ist für dich unangenehm, da bist du vielleicht sogar verzweifelt oder du bist ratlos. Du weißt, normalerweise weiß man ja da überhaupt nicht weiter. Und immer wenn man nicht weiter weiß, ist der Ausweg und die Ermächtigung, ins eigene Bedürfnis zu gehen. Also zuerst in die eigene Verbindung und dann den Mut zu haben, zu sagen, ich bin total ratlos oder ich fühle mich total ratlos, ohnmächtig,
Man kann da wirklich auch sagen, ich fühle mich ohnmächtig. Und ich weiß nicht, was wir hier tun können oder was ich dazu beitragen kann, dass wir hier mehr in Verbindung kommen. Dann bist du total mit dir in Verbindung. Und dann kommt drauf an, was ist denn dein Bedürfnis? Das war das Gefühl. Was ist denn dein Bedürfnis in dieser Situation? Und immer wenn du da eine Du-Botschaft hast, dann geh zurück zur Bedürfnisliste, die du hinten in der Dokumentation hast und schau nochmal nach, was ist mein Bedürfnis? Vielleicht hast du da ein Bedürfnis, das dir total unangenehm ist. Du siehst nämlich zum Beispiel, die andere Person will sich mit dir nicht in Verbindung bringen und du möchtest das unbedingt zum Beispiel. Oder du hast die Annahme, dass du das Problem nur lösen kannst, wenn du mit der anderen Person eine Lösung findest und in Verbindung kommen kannst. Und dann bist du ja so blöd dran, wenn die andere Person das nicht möchte. Oder jetzt im Moment nicht möchte. Die Leute im Kurs, die sagen ganz häufig, aber das geht doch nicht. Da unterwerfe ich mich, da verliere ich meine Autonomie. Nein, wenn du mit dir in Verbindung bist und ganz nahe an deinen Bedürfnissen, an deinen Gefühlen, dann kann dir niemand diese Autonomie und diese Verbindung, die beiden Dinge, die wir brauchen, wegnehmen. Und dann ist die Reaktion des Gegenübers, das ist ja unpersönlich, ihr erinnert euch. Das ist nur der Auslöser für euer eigenes Gefühl und für euer eigenes Bedürfnis. In solchen Situationen vergessen wir das ja ganz schnell. Das heißt, wenn du denkst, das ist ein Gedanke, wenn du denkst, ich muss mich unterwerfen und sonst passiert gar nichts, dann tu das bitte nicht, sondern bring dich mit dir in Verbindung, bring dich mit dir in Verbindung, diese tiefe Verbindung zu dir. Das kannst du tun, indem du nach deinem Bedürfnis fragst und dann gehst du diesem Bedürfnis entlang. Und vielleicht sagt dein Bedürfnis auch, ich brauche eine Pause, ich kann da nicht weiter, ich weiß nicht weiter. Dann mach eine Pause, auch wenn dich das schmerzt. Weil dann bist du ganz nahe bei dir. Dann kannst du ganz nahe bei dir nochmals ausloten, was brauche ich denn mit dieser Person? Und dann kannst du einen nächsten Schritt gehen. Verlangsamung ist hier wichtig. Bewegung und Atmen ist hier wichtig, weil Bewegung und Atmen dieses Adrenalin abbaut und dich wieder mehr zu dir selbst bringt. Und dann mach einen nächsten Schritt, wenn du bereit bist. Und schau auf deine Gedanken. Das ist nützlich. Sobald du Gedanken hast über das Gegenüber, sag Stopp und bring dich mit dir in Verbindung. Das hat Zauberkraft. Mal soweit für heute. Wie immer, wenn du Fragen dazu hast, wenn das nicht klar genug war, dann melde dich unter renata@kommunikationskongress.com. Okay, tschüss.